So, Freunde, so. Willkommen wieder zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Minecraft. Und zwar sind wir heute wieder ohne Plan B LP am Start. Guck mich mal an, damit wir ein schönes Titelbild haben. Ich bin voll hübsch. Dabei ist Hatice, der Sebastian und der Dennis. Und wir stehen hier bei unserem automatischen Feld, also nicht automatisches Feld, sondern Feld, mit dem wir automatisch weiden können. Meine Ziele, ne? Sieht ja so witzig aus. Wir haben das jetzt fertig gebaut. Das Bittere ist, wir haben 3 Folgen schon aufgenommen. Zum Glück waren wir dann unterwegs gewesen und da haben wir Probleme bei der Aufnahme gehabt. Deshalb können wir die euch nicht zeigen. Wir starten jetzt neu praktisch an dieser Stelle. Hat Tietje schön für die Geräusche hier mitten in der Aufnahme. Special Auf jeden Fall seht ihr hier dieses tolle Feld und wir zeigen euch jetzt, wie das fertig ist. Wir haben hier das Weizen angebaut. Ich gehe mal kurz nach oben. Oben sieht man schön hier unsere, wie hast du das genannt, Sebastian, was unter dem Kies drunter ist? Kolben? Kolben. Genau, und wenn der Sebastian... Oder Pistons genannt. Pistons. Sebastian, geh mal runter bitte und... Oder ich betätige das jetzt einfach. Darf ich es betätigen? Nein, ich war's jetzt. So, wenn ich rutsch mit. Wenn ich den Hebel jetzt hier betätige... Ich aufrutschen, warst du. Zack. Dann läuft das Wasser da oben runter, weil die Kolben absinken. Und das ganze Weizen wird nach unten gespült und man kann das alles einsammeln und das nennen wir automatisches Abweizen. Wahrscheinlich für die ganzen Minecraft-Freaks nichts Abweizen. Abweizen. Ja, wahrscheinlich nichts Besonderes, aber wir fanden es trotzdem cool. Jetzt, wo wir fertig sind, können wir wieder den Hebel betätigen. Ey! Sollen wir nicht hier mal eine Truhe ablegen? Für das Weizen? Ja, das kommt auch alles noch. Das Trichter kommt da noch. Jetzt wird hier alles neu. Der Dennis alles neu pflanzen, genau gerade. So, und wer hat jetzt noch eine Hacke bei? Ich nicht. Ich auch nicht. Scheiße. Sebastian, deine Aufgabe. Wozu denn eine Hacke? Mach mal eben hier. Ich hab keine Samen mehr. Dämliche V-Sink jetzt hier aus. Komplett. Ich hab noch welche, aber. Gut, meine Hacke holen. Ja. Ich der blöde Hackenverantwortliche. Du bist die Hackfresse von uns. Sowas von Hackfresse, ey. Der Hackbeauftragte. Hatice hatte die Zeit gestoppt, ne? Ja, ja, hat sie. Ja, und wir haben heute Folgendes vor, die Hatice hat ein Dorf entdeckt gehabt. Also das war das Traurige. Wir haben halt, wie gesagt, 3 Folgen aufgenommen und da hieß es, ey, ich habe eine Pyramide entdeckt, da können wir hingehen und in der Nähe von der Pyramide ist auch noch ein Dorf. Das haben wir alles schön gemacht. Erinnert euch vielleicht, ich war Level 37, als wir das letzte Mal angefangen haben aufzunehmen. Ja, das wissen die Leute. Ich bin da auf jeden Fall gestorben. Es war total geil, die Aufnahme. Es war nur bitter, dass ich da gestorben bin. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Am Ende waren wir komplett umsonst da gewesen, weil Hatice auch in der Pyramide umgebracht wurde, weil sie runtergefallen ist ins TNT. Weil sie in dem Moment, wo sie uns sagen wollte, dass da unten TNT ist, fliegt sie runter. Es war herrlich. Auf jeden Fall. Vor Wut hat Tim denn mein Haus angezündet? Vor Wut habe ich dein Haus angezündet, ja. Und dann habe ich ihn getötet und dann sind wir alle geragequittet. Es war ein toller Abend. Ich habe geheult. Ja. Seid ihr jetzt alle fertig, sodass wir losgehen können? Eine Frage, Dennis, was ist das? Nein, du bist was? Nicht Dennis, das. Was ist was? Das, was ich in der Hand habe. Eine Spitzhacke. Aber verzaubert, was bringt das? Ja, ich weiß. Was bringt das? Auch verzaubert. Na komm, was lass mal losgehen. Wir müssen... Was steht denn drauf? Wenn du mit der Maus raufgehst. Effizienz 1, Eisenspitzhacke, 4 Angriffe. Effizienz 1, ja, das heißt ja, dass du schneller abbaust. Treffen wir uns mal hier unten. Aber seid ihr schon abgehauen oder was? Ja, natürlich. Wo seid ihr was denn? Sebastian? Mal Kinder, wisst ihr überhaupt, was für einen Weg wir nehmen müssen? Hey, du hast du hast die Koordinaten. Ja, ne? Wow. Wer hat denn hier Sand abgebaut? Im kleinen Stil. Müsste ich sein. Ja. Sogar voll den Damn Hearts hier und jump hier durch die Gegend. Ich gehe schon mal hier vorne hin, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass wir da lang mussten. Was, ich sag's euch. Müssen wir ein Boot mitnehmen oder geht das so? Ja, das ist in die falsche Richtung gelaufen, Tim, ne? Warte mal, Tim. Wir müssen, warte.
Teacher hat die Koordinaten aufgeschrieben. X728. Oh, hier ist Kohle. Y-492. Warum liegt denn hier einfach so Kohle rum und keiner hat das aufgesammelt bisher? Ja, ich habe hier ganz, ganz viel Sand und Sandstein gefahren für mein Haus. Das war ich. Hä? Ich hab das stimmt, hier da kannst gemacht. Du, ja, hier, da hinten war ich, stimmt, wo die Fackeln stehen. Was hast du? Ich hab das hier gemacht. Jetzt hier rüber, oder was? Wartet mal. Das sind die Weizenkörner hier. Ja, hier lang. Du musst am besten mit Himmelsrichtung merken, wo wir längs laufen. Der hier rennt ist Richtung Osten, ne? Das ist Richtung Westen müssen wir zurück. Hier lang müssen wir. Okay. Ah ja, eins der Probleme, als wir unterwegs waren, war unter anderem, dass ich eigentlich nur eine Rüstung für den Oberkörper hatte. Ja, es war heftig, ja. Ich finde das gut, dass wir jetzt zu viel unterwegs sind. Der Mark hat was ganz Eigenes gemacht. Das werden wir euch in einer der anderen Folgen zeigen. Das dürfen wir jetzt euch nicht zeigen, weil er nicht da ist. Vielleicht laufen wir durch Zufall später dran vorbei, dann können wir es auch nicht verhindern. Aber er hat sein eigenes Ding durchgezogen. Und damit unser gesamtes Holz und unsere gesamten Schienen benutzt. Ja, wir laufen einen anderen Weg. Ehrlich? Hm. Ja. Ja, sehr gut, den Nachsatz. Da ist die schwebende Erdbrücke. Das war ich. Das achte Weltwunder ist das so. Die schwimmende Erdbrücke habe ich hier mal gebaut. Also das ist der richtige Weg. Wirklich? Ja. Letztes sind wir komplett anderen Weg. Ja, letztes sind wir komplett anders gelaufen. Ja, ihr wisst warum. Ja, wegen dir. Ja, genau, das war doch das Geile der einen Aufnahme. Wir sind da 20 Minuten rumgelaufen, um am Ende festzustellen, hat Tietje sagt 1a folgenden Satz. Ja, kennt ihr das, Leute? Die Leute, die in Mathematik immer so den Vorzeichenfehler haben? Und in Wirklichkeit hat sie statt minus 400, da sollten wir hin. Und wir sind zu plus 400 gelaufen im X-Bereich. Z-Bereich, ja. Z-Bereich, genau, im Z-Bereich. Und ja, es war der Hammer. Und jetzt gehen wir zu diesem Dorf und mal gucken, was wir da haben. Oh, das ist Lava! Warte mal! Ich habe was richtig Geiles. Wo seid ihr denn? Hier. Was denn? Geh vom Sand runter! Geh weg da! Kettenreaktion! Nein! Arm! Boah, das hatte ich mal im Nether. Du weißt, dass du gleich stirbst. Wow! Geht weg, Kinder, geht weg! Na. Oh, kommt ihr? Das hatte ich im Nether, glaube ich mal. Da ein Kumpel und ich unterwegs und er war so ein riesiger Berg aus Kies. Und er baut einen Teil ab und ich stand auf dem Berg drauf und dann ist der ganze Berg runtergefallen in die Hölle. Dorm, ey. Sah richtig episch aus. Aber ist total cool, dass ich euch die ganze Zeit nur von hinten sehe. Ja, was denn sonst? Ja, Sebastian und ich sind die schnellsten, glaube ich. Ja, weil der Tim Hunger hat, kann er nicht rennen. Nee, das ist nicht mein Hauptproblem. Dass ich Level 1 bin, ist schon mal mein Problem. Ja, und? 3. Was ändert, ja. Wenn du Level 100 bist? Rennst du dann schneller, oder? Du hast mehr Skills und so. Was für Skills? Nein. Hast du nicht? Hast du nicht? Du stirbst nicht so schnell. Nein. 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 Du stirbst ganz normal. Die Level sind nur dafür da zum Verzaubern. Dann bin ich falsch gebrieft worden vom. Wie heißt der nochmal, Marcel? Na gut. Ja. Herr Tietje, während der Aufnahme lass deine scheiß Gittels da rumliegen, weil das hört man voll. Wow, weil das die, die liegen unter dem Mikrofon. Perfekte Millisekunde, so eine Scheiße. Die Skittles, ey, der Skittles. Ja, das nervt mich schon wieder. Die Werbung von den Skittles ist richtig geil. Ja, echt? Mit dem alten Macker, wo er da die Giraffe. Autsch, kommt ihr mir hinterher, Kies? Einfach müssen wir das nächste Mal sagen, wir sind hier im Tonstudio, da muss man nichts nebenbei noch machen. Da hinten ist Savanne. Plains, meine ich. Das Ganze kommt mir auch irgendwie ein bisschen so bekannt vor. Kommt ihr mir mal hinterher? Ja, wenn man weiß, wo du bist. Hier. Wo bist du? Du läufst über das Wasser. Dauert so lange. Ja, ich bin Jesus. Wird schon wieder dunkel. Wenn es dunkel wird, sollten wir vielleicht zusammenbleiben. Vielleicht vorher schon mal was essen. Da hinten. Ich hab's gefunden. Was denn? Das Dorf. Es ist ein anderes Dorf. Nee, das ist die Pyramide. Das ist nicht die, wo wir waren. Die Asitsch ist in eine andere Richtung gegangen. Bleib mal bitte stehen. Die ist. Ja, warte mal. Ich komme, ich sehe euch ja. Ja, also haben wir gerade durch Zufall was Neues entdeckt oder was? What the fuck? Ja, Dennis, ja, ganz ruhig. Jetzt bräuchte man eine Leine. Wir sind gerade total getrennt. Ey, wartet mal. Aber geil, ne? Wir suchen dein Dorf und finden was Besseres.
Halt's Maul. Deine Pyramide oh, ja. noch funktioniert. Halt's Maul. Lass das T-Shirt mal direkt reingehen. Die zeigt uns, wie das mit dem TNT funktioniert. Ah, ja. Ich buddel schon mal Weg runter, ja? Nein, warte doch mal eben. Warte doch mal, Junge. Vielleicht war ich da schon. Wie cool das aussieht, er da hinten. Oh, ich bin ein Zombie. Ach, was? Ja, selber schuld, wenn du gleich mal die Schwerter okay. raus. So. Nee, ihr wart hier schon, hier ist. Oh, Junge, hier ist ein mega Krater hier unten. Holy shit. Sag ich hier doch, ich war hier schon. Das war doch mein. Aber ich will diesen Stein haben hier. Ist das hier? Hier geil, das ist so ein komischer Hieroglyphensandstein, ne? Alter. Hier ist oh, so ein oh, Hieroglyphensandstein. Ja, ich weiß. Junge, hau doch mal ab jetzt, du Motherfucker. Ja, genau, das war die Pyramide bei der. Och, Mann. Hallo. Hier habe ich eine Treppe gebaut, bin runtergekommen, boom. Wollen wir die Wolle mitnehmen, die Orange, ne? Sieht auch gut aus. Kann man damit ein Bett machen? Ja, aber halt so als Deko, sag ich mal. Ja, warum nicht? Ist denn noch irgendwo so ein spezieller Sandstein? Ja. Oder hier, ah hier. Zu wissen, dass du schon da warst. Hallo. Ja, aus Versehen. Geh weg. Alter, wie viel Wolle hier ist, das ist ja richtig geil. Orange Wolle. Ja, das ist schockvoll. Sieht geil aus mit Sand, orangene Wolle. Wie baust du die Wolle ab? Mit der Hand. Mit der Hand, ja. Halt's Maul, du fucking Zombie. Wie seid ihr da jetzt runter? Dem kann ich die komischen Steine haben. Oh, jetzt hast du welche keine aufgesammelt. Chiseled Sandstone heißt es auf Englisch. Dieser komische Sandstein. So komischen Hieroglyphen. Ich geh mal kurz raus. Meistlicher Sandstein, Tim. Die sind echt schön. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Komm gleich hier. Da kommt gerade eine Zombie oder einer in goldener Rüstung. Achtung, Creeper! Ich schieß die von euch weg! Oh mein Gott. Hinter uns ein Zombie noch? Wie ist da? Sehr schön. Da ist Skeleton an der linke Seite. Immer hast du den Stein? Ach egal. Hab 16 mal. Stück. Ich hab gemeißelter Sandstein, ja, hab ich einen. Genau. Warte, ich geb's dir mal. Soll ich den geben? Hier steh ich. Hier, neben mich gelegt hab ich ihn. Ja. Ach, und da ist ein Creeper gerade gespawnt. Dann okay. Setz. Dankeschön. Ja, ich mag Creeper gerne. Müssen wir jetzt weiter längs? Wartet mal. Wie der am Kaktus Damage bekommen hat. Okay, wo gehen wir lang? Ja, hier lang. Was, Skeleton rechts? Oh, du scheiß Spinne, hau ab! Rechts. Was? Da ist noch einer? Wo denn? Skeleton, ich bin gut, dich. Gut, dass wir einen Dennis dabei haben. Bam! Hopp. Oh, fuck! Spring ins Wasser, Sebastian! Entschuldigung. Guck dir mal den Sebastian an, ey. Ja, mit zum Grinsen immer noch, ey. Ich hab drei Pfeile im Kopf, ey. Hinter uns ist ein Enderman, da müssen wir nicht zurückgucken. Wartet mal kurz. Ja, Skeleton in der goldenen Rüstung, ey. Schlimmer geht's nicht. Wo sollen wir hin? Warte mal. Ah, hab ihn. Ich muss mich gerade ein bisschen Scheiße. Erholen. Ja, Tietje rennt da rein, als wär's nix, ey. Ah, Tietje! Oh oh. Alter, nicht weg, ich muss mich erstmal erholen. Nicht weg, geh mal weg, Sebastian. Ja. Sebastian hat voll die Probleme. Guck mal, was hinter ihm abgeht. Nein, Mini-Zombie, Achtung. Creeper. Links kommt ein Creeper. Ja, hab ich. Alles sicher. Oh, sorry. Ja. Achtung. Party hier, da. Alter, wo kamen die denn alle gerade her? Der Sebastian sagt so, ich muss mich mal eben hier rehabilitieren. Und hinter ihm drei Typen, ey. Skeleton! Sag mal, kann ich auch mal jemanden killen? Nein. Klar, ich hab grad nur ein Steinschwert, aber. Ach du Creeper von unten, Sebastian! Jemand Schwert. Eine Spinne ist auf dem Weg zu dir. Die Nacht, ja. Wo müssen wir jetzt längs? Achtung, Witch da unten! Oh.
Im Wasser. Aua! Scheiß Spinne. Wo ist eine Witch? Da, okay. Ich hab leider keinen Bogen. Wir müssen die töten. Oh, die wissen nicht, wer es gut ist. Droppt. Hat die was gedroppt? Die Witch ist aus dem Wasser hinten. Nee, die ist tot. Die sind nein, aus dem Wasser. Da ist noch eine. Bam! Kopfschuss. Okay. Wo müssen wir lang, Herr Teacher, zu dem Dorf? Fuck! Warte, hier lang. Müssen Dennis, glaube ich, mal helfen. Kommst du mal, Kind? Geht schon. Ja, geht schon. Lass den Creeper. Hau ab. Hab noch 13 Pfeile. Muss ich mal besser sparen, ich ey. Ich kann dir auch mehr geben. Warte, ich gebe. Ja. Brauch mal Infinity-Bogen, weißt du? Dass ich unendlich Pfeile hab, das wäre echt. Okay. Geh mal in die Tüte her. Ja, DJ ist da, geht zur Party da. Das sind zwei Creeper, ich fang schon das mal an zu schießen. Das sind direkt Dry. Das sind Dry. Dry Keep Creeper. Dry Keeper. Was machst du denn da? Boah, da kommen zwei Spinnen hinter dir. Lauf einfach weg. DJ fliegt hier durch die Gegend, das ist der Wahnsinn, ey. Ups, ich. Oh, zwei Skeleton. Zombie brennt. Bam. Der Bogen ist echt heftig. Soll ich dir die Pfeile geben? Falsch. Gerne. Das ist auch doch ein Pfeil. Da hinten ist, bei hinten beim Creeper ist Lava, müssen wir aufpassen. Da leuchtet das so komisch. Wo ist Sebastian? Ach da. Guck mal, wie viele Skeletons da an der Seite sind. Ja, eigentlich müssen wir da lang. Da durch. Ja. Ist ja kein Ding. Laufen wir alle, wir sprinten, komm. Doppel W und sprinten. Creeper links. Aua. Aber sprinten. Ach du Schande, Creeper Party, Skeleton Party. Ich renn durch. Du Hurensohn. Wow! Aber. Haben wir alle gekriegt? Nein, hier ist ein Skeletten und ein Zombie. Skeletten ist tot. Witch da, Witch oben. Witch und Creeper. Da, wo der Creeper oben ist. Achso, den ich schon angezündet habe. Ja. Bam! Bam. Pass auf, Adice! Pass auf! Direkt ab! Boah, Teacher hat nur noch, die muss was essen. Hast du was dabei? Ja, ja. Gut. Dann iss und geh nicht nach vorne. Geh, iss erstmal. Ja, ja, ich esse doch, ich bin ein Bosse. Achso, dann ist er. Ey, geil, Glowstone Staub. Ey, ich hab einen Goldhelm. Ist das gut? Ja, das wird gedroppt. Nee, Gold ist bisschen besser als Leder. Schlechter als Metall. Eisen. Wo bist du denn, Teacher? Der anderen falsch. Seite. Ja. Teacher ist. Bist du richtig oder falsch? Weil wir laufen gerade voll in so eine Armada rein. Ich esse erstmal, warst du auf dem Wasser? Nee, ich bin gerade falsch, muss hier weg. Also wir sind richtig. Ich glaube, warte, ich guck mal. Alter, wie viele Zombies kommen hier denn? Hau doch mal alle ab hier. Weg. Warte mal, du hast ein Problem, oder? Nö, oh, geht. Oh. Ist egal, der Creeper, der... Ah! Fuck! Oh shit. Es wird ja langsam wieder heller. Ey, wir gleich 18 Minuten voll. Ja, ist ja kein Ding. So eine geile Folge. Schon Level 10, ey. 5. 11. 11. Ja, oh, das ist auch Blume. Alles, was ich gesucht habe, finde ich hier, ey. Das ist keine Sorge. Hier war gute Aussicht. Schweine! Aber wir sind doch falsch, oder? Wir sind komplett an der Biom irgendwie, keine Ahnung. Na, Tietje, also mal ehrlich. Warte. Orientierung sehen wie ein Stück Treibholz. Kann doch nicht genau dasselbe. Doch, hier lang. Go, go, go. Bist du sicher, dass du die Vorzeichen richtig liest? Ja. Wo bist du lang? Da hinten. Okay. Hier lang. Du hast eben noch einen Hut umgebracht hier. Warte doch mal hier. Guck mal hier. Hier gibt's eine Kettenreaktion. Wenn ich das hier mache. Wow, lass es. Ich werd von einem Skeleton gerade gekillt. Gehst du gekillt? Ja, von den Spinnen. Die Spinne hinter euch. Das Schwein da. Kettenreaktion mit Sand. Bam. Alter. Lass es. Kommt jetzt mal. Jetzt soll jetzt das Huhn da im Wasser. Die sind gleich da, die Skeletten. Bam! Es brennt. Aber die Schweine sind toll. Toll, du hast die ganzen Schweine ins Wasser gesetzt. Skeleton, es brennt. Ja, das ist brennen. Da steht eins unter dem Baum. Autsch. Fick dich. Oh, der ist One-Shot hier. Alter, wie viele Hühner sind denn hier? Ja, gut, ne? Ja, aber noch nicht das Hühnerfleisch essen. Du kannst das Salmonellen kriegen. Echt? Ja, klar. Da war das ein Lebenstipp. Vielen Dank dafür, dass auch noch jemand hier sein Handy neben mir richtig laut hat.
Professionalität. Ich bin ja gerade im riesigen. Hier ist so ein Megawald. Wo ja, ich auch. Wo seid ihr denn jetzt gerade hin? Wartet mal, wir müssen uns mal versammeln. Hier, den Tim. Ich bin bei dir, Tim. Sebastian habe ich. Wo ja. ist denn. Dennis ist schon im Wald drin, ey. Warte mal. Ich stelle mich hier auf den Baum. Was für ein Baum denn? Ich glaube, wir versammeln uns hier und beenden mal kurz die Folge und machen dann fangen dann die nächste an. Seht ihr den irgendwo? Nein. Ich sehe das Dorf! Ja, ach nee. Es ist auch bald da. Hier hinter bin ich. Ja, dann hier lang. Ihr müsstet mich sehen. Ich sehe ihn. Da hinten ist er. Die Richtung ist das Dorf. Ich sehe das Dorf schon. Ist er das da oben? Da hinten ist er doch. Wo bist du denn, Junge? Egal. Ich habe ja die Koordinaten. Einfach geradeaus rennen. Wo seid ihr denn jetzt alle? Ja, zu Dennis gerannt. Er steht doch da auf dem Baum. Ich habe ihn nicht auf dem Baum gesehen. Da, wo das Huhn ist. Ich habe einen Huhn gesehen, aber keinen Dennis. Pass auf, ich gehe mal hier an den Hügel an der Seite hoch, dann seht ihr mich. Ach, da seht ihr schon mal wieder, okay. Hier hinten bin ich, auf diesem Megabaum hier. So, ich gehe jetzt hier auf den Hügel drauf, dann müsstet ihr mich sehen. Alter, da ich sehe auch das Dorf. Ah ja, ich sehe das Dorf. Haben wir jetzt die Aufgabe beendet? Nee, haben wir noch nicht. Ja, dann stellen wir uns hier hin und beenden das, oder? Ja, hier ist das Dorf. Mit dem Ausblick. Ja, das, so nehmen wir, so starten wir dann auch gleich, ja. Das wo ist ein schönes Thumbnail für eine neue Folge. Kommt doch einfach zu mir. Wir stehen doch. Wo bist du denn? Hier. Wo ist hier? Da. Ach, die ist da hinten. Das ist natürlich noch geiler, wo sie ist. Wo ist sie hier? Da! Ja, hier! Hä? Da ist eine Kuh. Ich frage, wo ist sie denn? Da hinten sag ich. Und dann sagst du, wo? Auf dein. Hä? Hä? Auf deine eigene. Offelmau. Ja, auf deine eigene. Ah, halt's mal. Hi. Ey! Hi, Batsch. Okay, also versammeln wir uns hier alle schön. Seht ihr, ich kann die Koordinaten lesen, ihr Fickers. Ja. Also. Aber noch netter sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich will auch. Dann geht's im Dorf weiter. Bete zur Fackel. Wo bist du gerade? Hier. Ach, da. Schön mitbeten. Macht's gut, Leute, und bis dahin. Tschüss.